beansprucht hat, was lange währte wirklich gut, könnte man gewissermaßen auch heute feststellen. Ich darf Sie begrüßen, erst einmal in Gänze, aber ich erlaube mir an dieser Stelle auch den einen oder anderen Gast in besonderer Weise zu begrüßen. An erster Stelle darf ich die Frau Staatsministerin Hinz herzlich willkommen heißen, die schon den ersten Arbeitstermin hier in Bärbisch schon hinter sich gebracht hat. Sie unterstreichen mit ihrer regelmäßigen Anwesenheit hier in der Region, dass sie zu der Region stehen, dass es ihnen eine Herzensangelegenheit ist, das Thema Naturschutz und eben auch Entwicklung zusammenzuführen. Vielen Dank an dieser Stelle und das wird an der einen oder anderen Berichtssage gleich noch herausgearbeitet werden. Das Land Hessen hat uns natürlich auch begleitet und auch unterstützt, was auch gar nicht anders gehen mag. Herzlich willkommen im Namen der Region. Schön, dass ihr heute bei uns zu Gast seid. Ich begrüße die hier anwesenden Herren Bürgermeister, Mandatsträger, Vertreter der Verbände und Institutionen, die uns auch bei diesem Kooperationsprojekt sehr gut auch begleitet haben. Ich darf aber ganz besonders begrüßen Herrn Werner Mohr, der Vizepräsident des Deutschen Landtages, der gleich die wichtige Aufgabe wahrzunehmen hat, die Verleihung zu vollziehen. Ich habe mir erlaubt, kurz in dem Vorgespräch mal anzuklopfen, zu fragen, wie zufrieden ist er denn mit unserem Projekt? Ich glaube, das wird er gleich selbst noch in Worte kleiden, aber ich habe das Gefühl, das Urteil wird positiv ausfallen. Und ja, wenn wir über das besondere Zertifikat der Region uns heute unterhalten, dann dürfen wir feststellen, dass wir uns in eine Reihe hineinfügen, einiger weniger vergleichbarer Projekte deutschlandweit. Ich glaube, die Nummer 7 werden wir es. Da sind wir besondererweise stolz darauf. Aber das wird der Morgen, glaube ich, gleich noch selbst noch gut nachvollziehen. Ja, dieses Projekt, was wir Ihnen heute vorstellen wollen, zum Abschluss bringen wollen, ist ein Kooperationsprojekt. Das muss man nochmal deutlich unterstreichen. Wir haben die Kooperation des Naturparkes. Frau Kampfer wird das gleich ein bisschen beschreiben. Ihr erstes Projekt mit der Aufnahme Ihrer Tätigkeit als Geschäftsführerin des Zweckverbandes. Herr Günther wird die zweite Achse heute vertreten. Und zwar geht es darum, auch den touristischen Bereich mit diesem Projekt zu verknüpfen. Die Edersee Marketing GmbH ist der zweite Kooperationspartner und genau das ist, glaube ich, auch die Stärke dieses Projektes, dass es gut gelungen ist, die beiden Institutionen zusammenzuführen und als Projektträger zu gewinnen. Sie beiden werden gleich uns ein Stück weit durch das Projekt führen und vielleicht auch ein klein wenig eine Zeitreise veranstalten. Ein paar Jahre hat es dann doch schon noch gedauert, aber eben, ich hätte es ja schon betont, gut Ding will auch beide haben. Ja, also dieses Projekt lebt und steht damit auch, dass es gelingt, einen breiten politischen Konsens zu erzielen. Es ist immer gut, wenn man zu solchen Infrastrukturprojekten dann auch sich klar bekennt. Das macht die Region. Deshalb darf ich an dieser Stelle die heimische Landtagsabgeordnete Claudia Abensburg, sie ist gerade im Rheinbusch, ich habe sie gesehen, herzlich begrüßen. Sie ist zugleich in Personalunion Vorsitzende der Zweckverbandsversammlung und wird gleich im Nachgang Sie ebenso herzlich begrüßen, sodass wir auch deutlich unterstreichen, dass die gesamte Region hinter diesem besonderen Projekt auch steht. Ja, das Thema Wandern ist eines der zentralen Themen, nicht nur in unserer Region, aber eben insbesondere auch in unserer Region. Wir sind mit Ihnen gemeinsam der Überzeugung, dass es vor allem darum geht, mit Qualität den Kunden zu fangen, zu binden. Das gelingt nur, indem alle an einem Strang ziehen, die Infrastruktur bereitstellen, die Konzepte entwickeln. Das muss alles soweit abgestimmt auch präsentiert werden. Dann gilt es natürlich nach außen werbend aufzutreten und dafür brauchen wir das Qualitätssiegel. Darum soll es heute gehen. Vielen Dank, dass wir mit Ihnen gemeinsam heute diesen Anlass feiern und würdigen können. Und ich freue mich jetzt auf einen sehr intensiven Gedankenaustausch mit Ihnen und darf jetzt zunächst einmal Frau Raben zu Wort bitten für die Zweckverbandsversammlung, die Sie eben noch herzlich zu begrüßen. Vielen Dank erstmal an dieser Stelle. Wir hören euch noch voneinander. Dankeschön. Sehr geehrte Frau Ministerin Hinz, liebe Friska, sehr geehrter Herr Landrat, verehrte Wanderfreunde, kann man sagen heute, aber auch Vertreterinnen und Vertreter des Zweckverbandes unseres Naturparks,
Vorsitzender des Naturparks ist natürlich unser Landrat. Ich wollte die Gelegenheit nur nutzen, auch aus Sicht der zahlreichen Mitglieder aus der Region bis in den Schwäbisch-Verweder-Kreis hinein. Ich sehe den Bürgermeister Spogart, alle anderen Bürgermeister sind sicherlich auch hier oder die Gemeinden vertreten. Wir haben ja eine Kooperation zwischen Waldeck-Frankenberg und dem Schwalm-Eder-Kreis. Unsere Region mit dem Edersee in der Mitte ist ja die Naturparkregion, die den Nationalpark umrahmt. Und wo ganz viel Tourismus stattfindet. Und wir sind eine gemeinsame Wanderregion mit dem Nationalpark. Die Naturpark- und Nationalpark-Ranger stimmen sich ja miteinander ab. Und es ist schon sehr, sehr bemerkenswert, wie groß die Nachfrage an Menschen aus der Region ist, aber auch vor allen Dingen auch der Besucher in unserer Region nach naturnahem Tourismus und Wandermöglichkeiten. Und neben unserem Wasser am Edersee, das ist besonders wichtig und wir wollen das auch keinesfalls gegeneinander ausspielen, aber alles das macht unsere Marke aus. Und drumherum hat jetzt ganz viel stattgefunden, dass wir Wege entwickeln, dass wir auch gemeinsame Wege haben, wie der Kellerwaldsteig, der den Naturpark erschließt, um alle zu beteiligen an der Wertschöpfungskette, aber auch um dem Besucher eine wirklich lohnenswerte Region zu geben. Und deshalb bin ich gespannt und freue mich, dass Sie ja vom Wanderverband hier der Vertreter sind. Ich selber bin ja auch Mitglied, ich sehe Frau Kühlewind, des Wandervereins in Bad Willungen, das wir anlässlich des Deutschen Wandertages neu gegründet haben. Es war schon eine herausragende Leistung, wo ich mich leider zu wenig beteiligen konnte, um den Wanderstab von Bad Willungen zum nächsten Veranstaltungsort Fellbach in Stuttgart zu tragen. Aber es ist gelungen. Danke auch Frau Kühlewind und deshalb, wir sind hoch motiviert und wir sind eine Region, die offen ist, uns auch über eine Infrastruktur anzupassen an die Bedürfnisse des modernen Wandertourismus. Und von daher passt alles zusammen. Und im Namen des Zweckverbandes freue ich mich über diese neue Möglichkeit. Vielen Dank. Sehr geehrter Landrat van der Horst, sehr geehrte Frau Landtagsabgeordnete Ravensburg, liebe Claudia, sehr geehrter Vizepräsident Mohr, Frau Gampfer, Herr Günther, liebe Ehrengäste, liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde, Freunde, Freude ist es auch, eine Freude ist es auch zu wandern, vor allem ist es eine Freude hier zu wandern und es stimmt, ich komme gerne hierher, nicht nur dienstlich, sondern auch privat, weil es sich hier besonders gut wandern lässt und deswegen freue ich mich sehr, dass die Region Kellerwald-Edersee heute das Zertifikat Wanderbares Deutschland, wanderbare Region erhält und das ist was Besonderes, das wird Herr Mohr sicher nachher noch erläutern. Es ist eine Auszeichnung für die Region, die sie sich nachweislich verdient haben. Es ist eine Anerkennung, aber eben auch ein Verdienst für ihre Arbeit, denn die Naturparkregion ist in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes. Natürlich ist sie ökologisch wertvoll. Allein schon deshalb, weil mit dem Edersee nicht nur Wasser da ist, sondern eben auch der Nationalpark sich rund um den Edersee zieht. Und dort darf ja die Natur Natur sein. Bereits seit seiner Gründung im Jahr 2003 schützt der Nationalpark Kellerwald-Edersee einen der letzten großen zusammenhängenden Buchenwälder Mitteleuropas und jetzt haben wir es geschafft, diesen Nationalpark zu erweitern. Mit den Edersee-Steilhängen gehört auch der älteste Traubeneichenwald Deutschlands seit dem Jahr 2020 an der Kahlen Hart sowie die Blockwälder an der Hünselburg dazu zum Nationalpark und auch hier lässt es sich gut wandern und hier kann man auch besondere Pflanzen und Tierarten betrachten. Weil sie sich hier wohlfühlen, weil sie sich hier gut aufhalten können, weil sie was entdecken können,
weil sie sich auch angenommen fühlen in dieser Region. Und natürlich ist es toll, dass die Region es auch schafft, sich immer weiter zu entwickeln und damit auch für einen nachhaltigen Tourismus sorgt und Wertschöpfung in der Region bleibt. Das heißt, es gibt hier auch Arbeitsplätze. Das ist wichtig. Ja, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns sehr, Ihnen das Projekt jetzt näher vorstellen zu können. Aus unserer Sicht ist dieses Zertifikat Qualitätsregion Wanderbares Deutschland das umfassendste und auch in dem Sinne höchste Zertifikat, das der Deutsche Wanderverband überhaupt in Deutschland vergeben kann. Woran liegt das? Im Unterschied zu der Zertifizierung von einzelnen Wegen ist das Projekt wesentlich umfangreicher gewesen und es werden nicht nur die Wegequalität betrachtet, die natürlich auch weiterhin wichtig ist in dem Projekt, sondern eben auch noch weitere Parameter. Zum Beispiel wird gefordert, dass die Region als Einheit wahrnehmbar ist, dass es eine organisatorische Einheit gibt, die im Bereich Wandern zusammenarbeitet, dass sich der Service und die Tourismusorganisationen dem Projekt verschrieben haben und auch Gäste hier mindestens 5 Tage einen abwechslungsreichen Wanderurlaub erleben können. Selbstverständlich. Ja, und gerade weil das Projekt so umfangreich ist, gab es auch eine Vielzahl an Menschen und Organisationen, die an dem Projekt mitgewirkt haben. Allen voran die beiden schon genannten Schutzgebiete, der Nationalpark und der Naturpark Kellerwald-Edersee. Und außerdem die LIDA-Region mit Lisa Küpper als Regionalmanagerin, die sich nicht nur koordinativ, sondern die LIDA-Region eben auch finanziell stark eingebracht hat, und die beiden Marketingorganisationen Staatsbadbildung GmbH und Edersee Marketing GmbH. Diese 5 haben auch eine Steuerungsgruppe gegründet, die auch in den nächsten Jahren bestehen bleiben wird und die Region als Wanderregion weiterentwickeln wird, so dass wir auch die nächste Zertifizierung am besten in 3 Jahren erreichen können. Darüber hinaus gab es aber noch ganz viele andere Menschen, die an dem Projekt mitgewirkt haben. Einige von ihnen sitzen ja heute auch hier, allen voran die Ehrenamtlichen. Gerade weil es hier keinen großen, starken, regionsumfassenden Wanderverband gibt, mussten wir als Naturpark viel koordinative Arbeit bei der Pflege und Markierung der Wege übernehmen. Und das machen wir mit vielen von Ihnen, mit den Ehrenamtlichen hier vor Ort. Außerdem waren die Kommunen in der Abstimmung des Wegenetzes eingebunden und haben das Projekt über den Zweckverband auch auf den Weg gebracht und wesentlich an der Finanzierung der Eigenmittel mitgewirkt. Die Region die größte Herausforderung. Warum? Weil dort auch der größte Abstimmungsbedarf war. Es waren wirklich sehr, sehr viele Menschen mit unterschiedlichen Herangehensweisen ins Projekt eingebunden und das alles sozusagen unter einen Hut zu bekommen. Das war auf jeden Fall eine Herausforderung. Das ist sehr gut gelungen und deswegen stehen wir oder dürfen wir heute hier stehen, weil sich alle irgendwie zusammengefunden haben und das Projekt in den Vordergrund gestellt haben, das Ziel in den Vordergrund gestellt haben und wir haben es auch erreichen können. Parallel zu diesem großen Part der Infrastruktur ist es aber auch wichtig, dass das Angebot, was dadurch entsteht, natürlich auch an die Menschen kommt. Und das macht man in der Regel über Marketing. Das heißt, wir müssen ja auch das irgendwie kenntlich machen und an die Menschen bringen, dass sie bei uns schön wandern können und dass wir jetzt durch dieses Projekt so eine hohe Qualität in der Wanderinfrastruktur erhalten haben. Und wir haben uns überlegt, wie wir das am besten machen. Machen wir jetzt ein reines Konzept im Prinzip für das Thema Wandern als ein Teilsegment im Tourismus der Region oder gehen wir es ganz anders an? Und wir haben uns dann gemeinsam überlegt, das ist ja immer alles im Netzwerk entstanden, dass wir uns grundsätzlich Gedanken machen wollen, wie die Region Edersee in der Gebietskulisse des Naturparks sich zukünftig touristisch aufstellen möchte. Da ist eine ganze Menge natürlich auch diskutiert und erarbeitet worden, in langen Prozessen über teilweise Jahre. Aber immerhin haben wir uns zum Beispiel als allererstes mal damit auseinandergesetzt, wie wir in der Region als Marke dastehen wollen.
Das ist hier mal ganz kurz angedeutet, links mit dem sogenannten Markensteuerrad. Also wie wollen wir das sozusagen, unsere inneren Werte als Marke, als Region darstellen, was macht uns als Region aus und wie wollen wir das natürlich dann auch nach außen tragen. Wir haben uns natürlich auch damit beschäftigt, welche Menschen wollen wir eigentlich ansprechen. Also welche Zielgruppe haben wir eigentlich als Region, aber auch natürlich nochmal ganz speziell im Bereich des Wanderns. Das macht man heute ganz modern nicht mehr nach einzelnen Personen, sondern das macht man nach Gesellschaftsgruppen. Das haben wir auch aufgearbeitet für die Region. Auch das war ein sehr intensiver Prozess, der auch gerade noch nicht ganz abgeschlossen ist, weil wir das gerade nochmal neu aufrollen. Aber das ist auch ganz wichtig. Warum macht man das? Wir wollen genau wissen, wie sprechen wir die Leute an, welche Medien nutzen unsere Zielgruppen, lesen die eher Fachjournale, sind die vielleicht mehr im Internet unterwegs, welche Fernsehsender werden von ihnen geschaut, was haben sie für ein Freizeitverhalten. Und das ist natürlich für uns wichtig zu schauen, welche Zielgruppe ist denn auch affin für das Wandern logischerweise. Also all dieses haben wir aufgearbeitet und in diesem Prozess mit abgebildet. Wir haben auch die Chance genutzt, uns digital neu aufzustellen als Region. Wir haben für die Gesamtregion eine neue Website entwickelt, die im Prinzip das komplette touristische Angebot der Region Idersee darstellt. Speziell natürlich auch nochmal das Thema Wandern. Auch das ist ganz eng vernetzt mit unseren Netzwerkpartnern. Sprich, wir haben ein neues Tourenportal entwickelt. Dort sind zum Beispiel dann die jeweiligen Rundwege des Nationalparks abgebildet, aber auch die Wanderangebote des Naturparks. Zusammengefasst immer unter dem Label sozusagen Wanderregion und dann ab heute darf ich das ja schon fast sagen, Qualitätswanderregion. Auch wenn wir das Zertifikat noch nicht in Händen halten, aber den Chancen stehen ja gut im Ohr. Was Sie gehört haben, kann ich nur bestätigen und bekräftigen. Tolle Leistung, wunderbares Gebiet. Frau Ministerin, Sie haben das wunderbar dargestellt und natürlich Frau Kampert und Herr Günther, eine tolle Leistung, was Sie hier in dieser Region erarbeitet und die Bedingungen erfüllt haben für dieses Projekt Wanderregion. Ich kann sagen, hier kann man wandern auf höchstem Niveau. Jetzt ist diese Wanderregion am Edersee möglich. Die Auszeichnung zertifizierte Wanderregion stellt schon, wie Sie eben gehört haben, höchste Ansprüche an den Dreiklang, so möchte ich es mal nennen, an die Wege, die Gastgeber und die Touristinformation. Ausgezeichnete Wanderwege legen den Grundstein für ein eindrucksvolles Wandererlebnis. Das bedeutet, abwechslungsreiche, aussichtsreiche Wanderwege, zuverlässige Wegemarkierung, Infrastruktur am Wegesrand mit Wegweisern, Rastplätzen, Aussichtspunkten, Einkehrmöglichkeiten und vieles, vieles mehr. Sie haben eben, haben wir das eindrucksvoll erlebt. Vom Hotel über Gasthaus, Ferienwohnung bis zum Campingplatz oder Wohnmobilstellplatz muss alles auf den Wandergast eingestellt sein. Die Touristinformation hat alles für die Wanderfreundinnen und Wanderfreunde bereit. Wanderkarten, Wanderberatung, Wanderempfehlung, geführte Wanderung und natürlich eine, wie eben gehört, eine gute Verkehrsanbindung. Ist eine abwechslungsreiche Wanderregion, die mit vielfältigen Wanderangeboten die kulturelle sowie die naturräumlichen Besonderheiten sowohl für den Gast als auch für die heimische Bevölkerung erlebbar macht. Die Region ist geprägt vom Edersee als Besuchermagnet sowie der Attraktivität des Mischwaldes. Kleine Dörfer, auch historische Highlights wie die Burg Waldeck oder die Kurbäder Bad Wildungen und Bad Zwesten prägen das Bild der Region. Ja, ich mache ja bewegte Bilder. Ja, grüß
Franziska Hinz, unsere Umweltministerin, mal wieder im Kreis, immer wieder gerne. Ne? Ich bin immer wieder gerne hier. Hier ist die Natur wunderbar und jetzt ist die Region mit dem Naturpark und dem Nationalpark auch noch zertifiziert als Qualitätswanderregion. Und das ist schon ein besonderes Highlight. Was neben der Natur ist und den vielen Wanderwegen, ist natürlich, es fehlt so ein bisschen an Infrastruktur. Wir haben sehr guten ÖPNV hier im Kreis, aber die Gastronomie, da hapert so ein bisschen dran. Ne? Ja, aber es gibt auch wunderbare Beherbergungsbetriebe, wie es so schön heißt, also gastronomische Betriebe und Hotels, wo man sehr gut übernachten kann. Das war eins der Kriterien, die der Naturpark erfüllen mussten. Aber klar, es geht da auch noch mehr und auch die Gastronomie sollte sich darauf einrichten, dass Touristinnen und Touristen auch tagsüber mal eine Kleinigkeit essen wollen, wenn sie Rast machen oder eben abends auch etwas länger essen wollen. Das heißt, die Küchen müssen entsprechend auf sein. Die Digitalisierung ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, ich will von zu Hause aus schon sehen, wo kann ich übernachten, wo sind noch Zimmer frei. Was für Wanderrouten oder Fahrradrouten schließen sich an das Hotel? Und hier gibt es immer noch einige notwendige Weiterentwicklungen. Wir unterstützen das vom Land Hessen über unser Sonderprogramm Gastronomie, aber auch über ein Digitalisierungsprogramm. Sie haben es auch in Ihrer Rede angesprochen, das sind die sogenannten Green Trails, die vernetzten Strecken für Mountainbiker, vom Opa mit Enkel bis zum ambitionierten Fahrer. Ist das ein weiterer Punkt, der für unsere Region spricht? Ja, das ist ein weiterer Punkt, denn viele Menschen wollen mit dem Fahrrad fahren, nicht mehr zu Fuß wandern oder auch Mountainbiken. Und es gibt immer wieder Konflikte zwischen den Menschen, die wandern, denjenigen, die auf dem Pferd sich fortbewegen und denen, die durch den Wald mit dem Fahrrad sausen. Und nicht jeder Weg ist geeignet für Mountainbiking zum Beispiel, weil dann die Natur zerstört wird oder wild aufgeschreckt wird. Deswegen ist es wichtig, dass man gelenkte Wege hat, wo sich die Fahrradfahrerinnen, Fahrradfahrer wohlfühlen können, sicher fühlen können und auch klar ist, hier wird es keine Konflikte geben mit denjenigen, die als Wanderer zu Fuß unterwegs sind. Und deswegen ist es ein toller Pluspunkt für diese Region. Wir kennen uns nun seit etlichen Jahren immer wieder auf Presseterminen. Ein persönliches Wort: im Oktober ist für Priska Hinz Schluss mit der Politik. Das heißt aber nicht Schluss mit Waldeck-Frankenberg. Nein, überhaupt nicht. Ich liebe diese Region, ich liebe den Nationalpark Kellerwald-Edersee und deswegen werde ich weiterhin hierher kommen zum Wandern, um hier die Attraktionen zu genießen. Also es ist nicht Schluss mit dieser Region hier. Im Gegenteil, ich werde erst recht Zeit haben, hierher zu kommen. Zum Teil entspannter. Zum Teil natürlich auch entspannter, völlig klar. Und wenn die Sonne lacht und ich hier auf Menschen treffe, die ich auch während meiner politischen Zeit kennengelernt habe und mit denen ich dann einfach mal vergnügt essen gehen kann, das wird auch schön. Danke. Ja, Christine Gamper vom Naturpark Kellerwald-Edersee und der Klaus Günther von der Edersee Marketing GmbH. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ist natürlich Wir freuen uns, yeah. Ja, ist halt natürlich eine tolle Geschichte, nun Premium-Wanderregion mit Zertifikat zu sein hier. Da gibt es nicht viel in Deutschland, haben wir gehört. 6 Stück, wir sind die 7. Da steckt ja eine Menge Arbeit hinter. Ja, das stimmt. Also die Qualitätsregion Wanderbares Deutschland ist eine Auszeichnung vom Deutschen Wanderverband mit über 100 Kriterien, die wir erfüllen mussten. Und da geht es halt nicht nur um die Wanderinfrastruktur, sprich Wege, Beschilderung, Informationseinrichtungen, sondern es geht halt auch um den Service in der Region. Da sind zum Beispiel auch die Leistungsträger betroffen, Übernachtungsbetriebe, Gastronomie, die Touristinformationen. Alle müssen bestimmte Kriterien erfüllen, um den
Gast in der Region, der zum Wandern herkommt, eine Top-Qualität zu bieten. Wir haben einen Vorteil, wir liegen so ziemlich in der Mitte von Deutschland, das heißt von allen Ecken relativ gut zu erreichen. Mit einem guten ÖPNV muss man ja wirklich sagen, wir haben immer noch eine Bahn oder wieder, einigermaßen Straßen. Das spricht da auch für die Region. Obwohl wir so verkehrsmäßig gut erschlossen sind, können die Leute in Ruhe wandern. Ne? Ja, das stimmt. Es ist vor allem ruhig. Und es ist trotzdem noch nicht so viel los, dass die Wege total überlaufen sind. Und das macht das Wandererlebnis hier wirklich einzigartig. Dazu kommt, dass wir auch mit Radwegen gut erschlossen sind. Das heißt, der Radwanderer findet hier im Prinzip seine Ecke, wo er fahren kann. Dazu kommt jetzt dieses Projekt Green Trails. Das heißt, wer auf gelenkt Mountainbike fahren will, schwierig, leicht, Gott weiß was, dann übernachtet und anschließend wandern, macht ja eigentlich die Region so richtig schön rund. Ne? Das ist genau der Ansatz. Es gibt heute nicht mehr den Wanderer oder den Radfahrer, sondern in der Regel ist es so, dass die Menschen im Urlaub das vermischen, insbesondere diejenigen, die auch aktiv sein wollen in der Natur. Und da schließt jetzt, sage ich mal, die Qualitätswanderregion nochmal eine Lücke, dass wir die Qualität im Wanderbereich nochmal ganz nach oben gesetzt haben. Und das Gleiche wird dann auch passieren, wenn die Radprojekte umgesetzt werden. Wir haben Premium-Wanderwege, da gibt es schöne Ecken mit Trekkingplätzen. Die werden sehr gut angenommen für die Wanderer, die länger wie 2 Stunden laufen wollen. Ja, das ist ein besonderes Angebot für Mehrtagestouren mit Übernachten im Zelt, draußen im Wald. Und das ist vor allem im Sommer sehr attraktiv und auch kostengünstig. Jetzt bleibt noch eins zu tun. Ich hatte es schon angedroht. Wie kriegt man die Menschen in den Dörfern dazu, auch mal, ich sag mal, die Scheune zum Hofcafé umzubauen oder den Hofladen dann doch etwas attraktiver zu gestalten mit einem Kaffee-Wurstbrot-Angebot? Na, das ist zu allem natürlich erstmal so ein bisschen, sage ich mal, eine Passion. Man muss das wirklich wollen, das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite gibt es gerade jetzt in der neuen Förderperiode auch in der Liederregion da nochmal zusätzliche Fördermöglichkeiten, insbesondere im Bereich der Gastronomie, also des touristischen Angebotes. Und wenn da Interesse besteht, haben wir ja ein entsprechendes Regionalmanagement, die Lisa Küpper, die da auch informieren kann und beraten kann. Also die Chancen, da auch Fördermittel zu generieren, gerade in dem Segment, waren noch nie so gut wie jetzt. Jetzt hat man Lorbeer bekommen, aber man darf sich nicht drauf ausruhen. Ne? Wie geht's weiter? Es wird auf jeden Fall eine Daueraufgabe bleiben für die gesamte Region, das nachhaltig zu gestalten. Und ein großer Part, Christine, ist natürlich das Thema, die Wege in Schuss zu halten, die Infrastruktur. Auch die Infrastruktur noch auszubauen mit zusätzlichen Rastplätzen. Ja, wir bleiben dran. Eine Geschichte ist auch, wir haben auf den Dörfern viele Resthöfe, die gar nicht bewirtschaftet werden. Das würde sich ja auch für einige als Zusatzverdienst, zum Beispiel als Wohnmobilstellplatz anbieten. Wenn man dann von, ich sag mal, Altenlotheim oder Hempfurt oder weiß ich, so kleine Wandertouren unternehmen will. Ja, also das ist wieder eine Sache, da muss man auch jemanden haben, der, sage ich mal, da Interesse dran findet. Grundsätzlich gibt es viele Möglichkeiten. Wir müssen aber auch ehrlich bleiben und sagen, wir können nicht alles lenken und steuern. Viele Dinge entwickeln sich halt auch so ein Stück weit von innen heraus. Ja. Und gerade bei diesen Angeboten, es gibt ja einige Beispiele, insbesondere hier im Landkreis, wo das genau so passiert ist. Aber das ist natürlich für uns als Region jetzt auch schwierig zu steuern, sondern da ist auch viel Eigeninitiative gefragt. Aber es wäre einfacher, gäbe es viele solche Angebote für euch, einmal von Edersee Marketing, aber auch vom Naturpark dann entsprechend den Interessenten, die Informationsmaterial haben wollen oder sozusagen, kann man machen. Auf jeden Fall, und wir sind da auch stark vernetzt und bauen das auch immer weiter aus, dass wir, sage ich mal, auch aus der Region heraus uns da besser vernetzen und aufstellen und darüber hinaus natürlich dann auch nach außen stärkere Wirkung entwickeln. Und also da sind wir auf jeden Fall interessiert, die Netzwerke auszubauen, und wir sind für gute Ideen immer offen. Die Nachbarregion, die Ederbergland-Burgwald, hat die Wandersaison eröffnet. Wann ist es hier soweit? Na, heute. Ja, also mindestens heute. Es müsste ein bisschen wärmer werden noch, aber dann. Bei uns hat das Wandern in dem Sinne auch keine Saison, sondern wir haben auch viele Gäste jetzt gerade in den Wintermonaten gehabt, die einfach diese Stille und Ruhe der Landschaft genießen, der Wälder. Und das ist natürlich dann auch ein ganz anderer Natureindruck.
Aber mit dem heutigen Tag und mit der Zertifizierung zur Qualitätswanderregion ist auf jeden Fall der Startschuss gegeben.